So, hier sind wir auch wieder und ja, Spider-Man Web of Shadows wird weitergespielt. Wir sind hier gerade bei so einer komischen Mission, bei der wir einen Informanten schützen müssen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen oder ob wir da wieder zu blöd für sind, beziehungsweise ich natürlich nur. Ja, der Informant, da sehe ich auch die Lebenspunkte, alles klar. Ja, mache ich doch. Ja. Das ist das nächste Ziel. Nächstes Ziel wieder. Einmal mit linker Schultertaste kurz anvisieren. Und wieder das nächste Ziel. Und das müsste auch der letzte gewesen sein. You all in one piece? Man, how are you big time? Don't thank me. Thank Mr. Cage. Ja, das war ja einfach. Ja, Mission abgeschlossen. Gucken wir mal nochmal nach Upgrades. Wir haben, schon wieder richtig viel Erfahrung zum Ausgeben. Ja, komm. Das nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal noch irgendwas Tolles für einen schwarzen Anzug. Und zwar... das da. Oder auch nicht. Ach, das hat 3000 gekostet. Ja, dann gibt es noch was für 500. Ne, 1500. Hier können wir nichts weiter. Was, das war doch das Teure, ja. Und das hier auch zu teuer. Und das auch. Verbündete haben wir nur nicht. Die können wir übrigens nebenbei beschwören. Ich habe es mittlerweile auch mal verstanden. Ja, okay. Haben wir halt diesen Netzschuss. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal die Quest oder die Mission, oder wie auch immer man es nennen will, wieder ab. Ja, gibt's hier zufällig so ein Spinnensymbol, um Level aufzusteigen? Hm? Nee, natürlich nicht, falsch gedacht. Ja, irgendwie will der nie klettern, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ah, egal. Punkt auf der Karte zeigen. Ja, ja. Hab ja auch nicht für jedes Verbrechen Zeit hier. Hallo Luke. Na, sprechen doch an. So. Ja, ja. Hey, it's what heroes do, am I right? Hey, if you up for it, why not use that Spidey sense to find more of these gangsters out on the streets? Take them out before they cause any trouble. Sure thing. Das sind beides optionale Quests. Ja, komm, retten wir doch erstmal drei Zivilisten. Spidey. This gang war is putting innocent lives in danger. I know. These guys shoot Furt. Now you need to get the innocent bystanders out of the crossfire. Will do. Ja. Speichern wir doch erstmal kurz. Wenn ich es denn finde. Da. Ja, ja. Überschreiben. So. Und dann... kümmern wir uns doch mal darum. Ah, da ist doch wieder ein Spinnensymbol. Das nehmen wir doch glatt mit. Ah, da ist wieder eins. Ja, ach Mensch.
Na, ja, wo ist denn der Kriminelle hier, der mir... Na egal, machen wir gleich. Jetzt erstmal sehe ich hier noch so ein Spinnensymbol. Das müssen wir uns erstmal drum kümmern. Müssen wir irgendwie Level aufsteigen hier. So, weg da. Und das da auf dem Dach noch. Und dann gucken wir mal weiter. Ach so. Ach, das geht aber richtig weit, das muss ich ja mal sagen. Na, du... Oh, das gibt aber jetzt hier... Na, da haben wir doch gleich noch einen. Weg da. Und da hinten ist noch einer. Ich muss mal, glaube ich, gedrückt halten. Au, jetzt habe ich sogar schon 6 lokalisiert. Ich muss sie also nicht mal besiegen, sondern einfach nur mit dem Spinnensinn erkennen. Könnten ja auch eigentlich mal unsere neue Fähigkeit hier ausprobieren. B gedrückt halten. Kamehameha, also. Oh, und wieder gedrückt halten, um neue zu finden. Okay, da haben wir auch schon einen. Da haben wir noch einen. Ein anvisieren wir halt. Ah, okay. Jo, bleibt da dran hängen. Ja. Na, jetzt hau ihn doch. Ja. Keine 9. Gut, dann schwingen wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir schon mal 10 gefunden. Ja, komm. Lassen wir die auch mal in Ruhe. Und geben mal noch die Quest hier ab. Luke, ich komme. Ich habe sie identifiziert. Way to expand your mind, Spidey. Don't forget that spider sense will always give you the advantage. Ach. It has saved me countless times in the past. Das ist hier eine optionale Quest. Dann nehmen wir die doch mal an. Tell me about these thugs. What do you have in mind? It's simple. Every time you take one of these dudes down, that's one less guy making trouble for everyone. Okay, you got it. Oh, okay. Einfach 25 Heinis finden. Das kriegen wir noch hin. Ach, bitte. Weg da. Jo. Um den Rest kümmern wir uns weiter. Nächstes Mal gehen wir wieder auf Verbrecherjagd. Bis dann!